ein bisschen unsere Vorzüge und sowas verbessern, damit wir auf jeden Fall nicht down gehen auf unserem Weg nach oben, Ladies and Gentlemen. Johanna wartet auf uns und ich denke mal, sie ist eine ungeschlagene Championess und ich glaube, sie hat Bock. Das ist, glaube ich, auch wieder so eine, die ist ungeschlagen, die würde nicht tappen und so. Die würde das einfach so nehmen, wie es ist. Jetzt gucke ich gerade mal, warte mal. Wie viele Punkte haben wir noch? Mal schauen. 1900. So, das ist ja keine... Wir haben ja eigentlich auch schon alles gekauft, ne? Auch an Takedowns, dann könnten wir noch so den ein oder anderen verbessern. So, und wir probieren jetzt einfach mal so ganz außergewöhnliche. Wobei, ne, da brauche ich gar nicht so viel machen eigentlich. Die Guillotine im Sprawl wäre ja eigentlich noch ganz wichtig gewesen. Und das Stack Guard sind wir ähnlich, haben wir gesagt. So ein Japanese Necktie wäre aber halt schon auch was Geiles, ne? Ach, ich lerne den jetzt einfach noch. Das ist ja nicht weiter schlimm. So, den Rest der Punkte heben wir auf, um unsere Vorzüge zu verbessern. Beziehungsweise, warte mal. Wir können ja noch einen lernen, ne? Wir können ja eigentlich noch einen lernen. Schauen wir mal. Die gelandeten Strikes. Ich glaube, wir werden einfach noch Zeitenwende ein bisschen skillen, weil sie tatsächlich ja auch im Stand-Up mit den Fäusten echt nicht übel drauf ist. Warum eigentlich nicht? Sie zerstört ja so wie im Stand-Up als auch am Boden. Sie ist schon ziemlich krass. Unsere gute Amanda. Da im bevorstehenden Event gerade ein Platz frei wurde, hast du die Chance... Oh, okay. Was kriegen wir denn? Ein Rang 8 Kampf vielleicht? Nee. Die ist ja unter meinem Rang. Aber gegen Ham, gegen den Schinken haben wir schon gekämpft. Also wird es die Michelle Waterson. Eigentlich totaler Quatsch, aber okay. Ja, Training auch und Bodentraining ist auch erst gar nicht möglich. Das ist natürlich dann auch total bescheuert. Wichtig ist, dass wir mit diesem Kampf in die Top 10 kommen, auch wenn unsere Gegnerin eigentlich schwächer ist als wir. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir haben ja im Stand-Up, können wir ja eh nur noch Blocken verbessern. Ansonsten können wir eigentlich Clinch lernen. Wie krass es eigentlich ist, oder? In dieser Übung musst du in den Clinch gehen, dir die dominante Position erarbeiten und sie eine bestimmte Zeit lang halten. Ja, schön! So, solange ich die halte, ne? Aber es war ja immer so, dass wir mehr Punkte bekommen haben, je mehr wir machen, ne? Ja, sehr schön! Hauptsache Backseat-Position. Gibt das Punkte? Ich glaube, damit habe ich mir gerade keinen Gefallen getan, oder? Scheiße. Mann, das ist Clinch-Training, kein Bodentraining. Das hast du richtig gut gemacht. Es gibt trotzdem die besten Punkte. Oh mein Gott, was für ein gutes Clinch-Training. Auf schwer. Auf schwer. Enough set, oder? Yo, enough set auf jeden Fall. So, weiter zum Kampf. Kurze Trainingssession, sehr kurze Trainingssession, aber die war effektiv. Puh. Rousey verteidigt gegen McMahon. Velasquez gegen Overeem. Schöne Kämpfe dabei. Na dann, Opener der Main Card in unserer Hose der Unschuld. So, nicht anders ist das jetzt. Oh, ich hab Bock auf die Kämpfe, Leute. Coming up next, it's a strawweight matchup between Michelle Waterson and Bone Crusher. Bester Entrance EU. Bester Entrance. Bone Crusher is 25. Waterson is 33. Waterson. Die ist auf jeden Fall mal ein bisschen Reach Advantage. Und die ist heiß, glaube ich. Also, die hat Bock auf den Kampf. Ja.
weighing in at 111 pounds, fighting out of Munich, Germany, Bo Crusher. And now, introducing our opponent, fighting out of the left corner, a mixed martial artist holding a professional record of 14 wins, 8 losses. She stands 5'3" tall, weighing in at 115 pounds, fighting out of Albuquerque, New Mexico, the Karate Hottie, Michelle Waterside. Alles klar. Göttlich Herb Dean. Herb Dean, our referee for this. Alles klar. So, Waterson. It's on. Fight scheduled for 3 5-minute rounds. So, bin mal gespannt, jetzt nach meinen ganzen Online-Kämpfen muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen anders reinkommen. Auch anders denken, logischerweise, weil ein Computer natürlich etwas ganz anders kämpft als ein realer Kämpfer. Oh, der hat schon gesessen, der hat schon gesessen, aber schon nicht schlecht. Oh! Scheiße, ich bin abgerutscht. Damn it. Oh, da machen wir aber gleich einen Renaked, oder? Gleich einen Renaked. Oh, was? Sicher? Oh, das schreit nach Kimura. Oder Triangle. Oh, den Triangle kriege ich. Den Triangle kriege ich. Oh, Frau Waterson, wir sind... Oh, Frau Waterson. Komm schon. Die verteidigt gut, aber wir kriegen sie, wir kriegen sie, wir kriegen sie. Nein! Oh, damn it. Na, dann lass uns mal lieber aufstehen. Oh, so close. Boah, das ist so close, Mann. Was, die blutet schon? Early in the fight, oder was? Achso, meine blutet? Meine hat einen Cut? Oh, damn. Hier los. Naja, noch spritzt nix, also ist noch alles im grünen Bereich. Die Redkicks sind schon auch echt ganz sauber, ne? Okay, jetzt rinnt mir das Blut definitiv runter. So viel steht fest. Ja, hau die Legkicks rein, komm. Hause rein! Meine Fresse! Oh, das Bein sieht nicht gut aus. Das Bein sieht nicht gut aus. Puh. Wir können ja auch einfach mal das Bein brechen, indem wir einfach dagegen treten. Das steht doch in unserem Namen. Oder? Freunde, das steht doch in unserem Namen. Mach das Bein kaputt. Aber kacke, mein Auge geht's echt, ist echt nicht so gesund. Komm, mach das scheiß Bein kaputt. Mach ihr scheiß Bein kaputt. Jawohl. Ach stimmt, wir haben unsere Hut wieder an. Das ist ja langweilig. Stimmt, ja, hatten wir wegen den Online-Kämpfen ja angemacht. Stimmt. Das ist ja Quatsch. Ja, dann sieht das ja schon viel spannender aus, oder nicht? Ja. Danke fürs Aufmerksam machen. Oh Mann, ihr Bein sieht... Oh mein Gott, Bein. Weiter aufs Bein. Immer schön aufs kaputte Bein. Die kann sich überhaupt nicht wehren. Okay, vorsichtig, jetzt sind wir ziemlich müde geworden. Scheiße, wir haben auch... Okay, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir definitiv bluten. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Shit. Da kannst du die Beine noch so sehr kaputt machen. Crusher's cut continues to bleed and it looks bad. It's not a good cut and it's not in a good spot. If the shots keep getting through, it's going to continue to open up. Ah, da hat man mit dem Triangle Choke fast einen Sieg geholt, ey. And here's a huge, perfectly placed punch that lands with devastating impact. Alter, das war ziemlich krass, nämlich mit dem Takedown, das war eine krasse Combo. Ja, da ist schon noch ein bisschen Blut. And the lovely Brittany. So. Ja, ich bin ready. Ich hoffe, die Pause hat mir ein bisschen geholfen. Good leg kick. Ja. Also, Leg-Kick-technisch haben wir einige sehr geile. Aber ich kann mich jetzt in Runde 2 ehrlich gesagt nicht mehr drauf konzentrieren. Okay, beide die gleiche Idee. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich nicht zu sehr. Jetzt sehe ich nämlich meine Energie nämlich tatsächlich auch nicht mehr bei den Leg-Kicks. Dementsprechend ist es sehr schwierig abzuschätzen. Alter, Dead-Kick, Mann. Oh! Gott, mach Schluss! Komm, mein Mann, der A-Klasse.
Darf doch nicht wahr sein. Nah dran. Nee. Oh, ich befürchte jetzt ganz schlimme Tinies. Okay, gut geblockt. Schön die Tinies geblockt. Und raus da. Was tust du denn da? Willst du mir sagen, schlechter Kampf oder was? Oh ja, da ist er. Damn it! Ja! Boah, war das eine heftige Linke, ey. Boah, war es eine Linke. Nee, es gibt keine Einstellung, dass die Cuts besser aussehen. Du musst einfach nur gescheit draufhauen. Ja, wir haben schon echt ziemlich krasse, blutige Kämpfe teilweise. Meine Herren, du. Ja, man muss nur wissen, wie quasi. Ich glaube, sie kann ja gar kein Leg-KO kriegen, weil wir es nicht geskillt haben. Das geht ohne Skill wohl gar nicht, oder? Ja, in der ersten Runde sah unsere Wunde tatsächlich ein bisschen schlimmer aus. Nee, komm doch auf. Lass doch stecken, ey. Die Waterson ist... Okay, jetzt sieht unsere Wunde auch dementsprechend wieder schlimmer aus. Alter, die haut aber auch Kombos raus. Das ist eine gute Gegnerin. Sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Ah, die Spring Breakfast wäre wichtig gewesen. Das hätte... Na klar, und ich krieg meinen Need nicht dazwischen. Willst du mich verarschen? Komm in den Arm. Was? Amber? Shit. Ja, schön. Oh, der Knie war fein zum Körper. Shit, die fällt aber nicht um, ne? Das denkt sie sich vielleicht aber auch. Ich glaube, der Mann hat schon auch ganz schön gefressen. Scheiße. Ich wollte sie eigentlich tatsächlich zu Boden kommen lassen, damit sie in eine Submission von mir reingeht. Der Ansatz zum Kimura Lock war sogar schon da, aber das Problem ist, den konnten wir nicht mehr durchziehen. Here we see some high level striking, great accuracy on that punch. Here's a devastating kick that does some serious. Und der war geil, weil sie da gerade im Takedown Versuch war. Siehst du, sowas haut die nicht um, dann weißt du auch nicht, was du noch bringen sollst, ey. And here's a devastating blow that almost ends this fight. Wir gehen echt in die dritte Runde, ladies and gentlemen. There's Ariani as we get ready for round 3. Alter. Alles klar. Dritte. Hat sie mir gerade tatsächlich keine Fist gegeben? Kämpfe hier gegen Minyas oder was? Alter, wir brauchen so sehr. Okay. Ich wollte es aus dem Clinch versuchen jetzt. Hat es aber direkt unterbrochen. Jetzt mach Schluss. Ja! Jetzt! Komm ran! Komm! Alter, habt ihr gerade gesehen, habt ihn halt ihren Kopf gehalten, weil der einfach nicht, weil der ist hinüber. Perfect technique. She's clearly hurt badly here. Let's look at that from a different camera. Look at this. Boom! And that's all she wrote. Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 42 seconds of round number 3. Declaring the winner by knockout, Bone Crusher. Bone Crusher wins by knockout. Oh, der war so wichtig, der Sieg, ey. Und Rousey verliert gegen McMahon den Titel. Und McMahon bringt Rousey zum Tappen again. Hatte Rousey nicht vorher schon mal gegen McMahon getappt, hat dann den Titel gewonnen und muss ihn jetzt wieder an McMahon abgeben? Wär so eine krasse Scheiße, ey. Oh, damn.
Okay, der Sieg war wichtig. Ich sage, jetzt müsste eigentlich die Top 10 und schon safe sein. Das ist der 11. Sieg. Einmal haben wir verloren. Das heißt, wir haben 12 Kämpfe gemacht. Ich habe gesagt, zum 15. will ich einen Titel eigentlich schon haben. Das kommt ganz darauf an, wie schnell sie mich hochlassen in der Rangliste. Oh, wir sind sogar schon Rang 8. Dann war der Kampf ja gar nicht mal so schlecht für uns. Weil ihr seht es, Ladies and Gentlemen, unsere Polin da, die hat einfach noch nie verloren. Und das wird dann dementsprechend ein ziemlich geiler Kampf. Die Mai, die Mar, Manja Morosch, die muss ich auch nochmal bekämpfen. Das war nämlich die einzige, gegen die wir bisher verloren haben. Und McMahon hat sich den scheiß Titel geholt, ey. Mario und Renault, alles klar. Und Rousey. Ja, Holly Holm hat auch ihre Karriere beendet danach, oder was? Ja, Holly Holm hat einen Titel verloren und hat ihre Karriere beendet. Jessica ist runtergerutscht auf 20. Holy crap. Alter. Travis Brown ist hier immer noch Champ. Komm, Mirko, hol dir das Teil. Daniel Cormier, gut, eigentlich sollten wir schon irgendwann nochmal im Halbschwergewicht anfangen, weil eigentlich Daniel Cormier noch nie einer irgendwas getan hat. John Jones beendet auch ultra schnell seine Karriere in dem Spiel. Kann das sein? Den sehe ich nie in diesen Ranglisten. Hier ist es immer noch Rockhold. Anderson Silva auf 10 runtergerutscht. Läuft beim Silva. Robbie Lawler ist klar. Dos Anjos, Mendes, Soto, Johnson. Gefühlt sonst nichts großartig anders. So, nächster Kampf. Frau Torres vielleicht oder Frau Peterson? Das ist der Superkampf. Es können ja auch fast nur noch Superkämpfe kommen. Oh, wir kriegen direkt einen Kampf gegen die Nummer 3. Rose Namajunas. 20 Kicks zum Kopf, 20 Kicks zum Körper und per Knockout. Alter, wir sind aber kein Kickboxer. Wie sollen wir das denn schaffen? Wie sollen wir das denn schaffen, Mann? Okay, da brauchen wir vielleicht den einen oder anderen Kick noch. Für diese Challenge sollten wir den einen oder anderen Kick noch lernen. Okay, nur die Kicks lernen wenigstens. Oh mein Gott, die Nummer 3, Leute, das ist eine Ansage. Das bedeutet nämlich tatsächlich, wir könnten uns sehr, sehr weit nach oben arbeiten. Sehr, sehr weit. Der Ringkampftrainer hat dein Team vergrößert. Okay. Oh, bessere Clinchs? Weißt du was, das finde ich sogar gar nicht mal so übel. Weißt du auch warum? Dann können wir nämlich Clinch-Grappling verbessern. Oh mein Gott, da habe ich natürlich schon echt ziemlich geile Ideen jetzt schon wieder, ne? Oh, dammit, Leute, habe ich da feine Ideen. Okay, Clinch-Gesundheit ist schlechter. Das ist natürlich doof, dann können wir hier nichts mehr lernen. Doch, es sind Clinch-Würfe. Clinch-Würfel will ich ja gar nicht. Wir machen jetzt einmal komplettes Clinch-Training. Clinch-Grappling ist damit auf 96 fast hoch. Alter Verwalter, ne? Ich muss mal gucken. Ja, ich habe ja noch ein paar Karrieren offen. Quasi, wenn ihr da Bock drauf habt. Brown gegen Lewis. Auch schade, nicht Krokop. Naja, gut. Mitrion gegen fucking Michel, ey. Oh, wir sind ja auch schon quasi Coco-Main-Event. And it's on, ladies and gentlemen. Es ist on. Überleg nach. Überleg nach. Es ist aber nur ein. Coming up next, it's a strawweight matchup between Rose Namajunas and Bone Crusher. Oh, hey, best entrance, ooh. Bone Crusher, very focused, very prepared for this fight. She said she's had a great training camp and feels she cannot be defeated. Yeah.
was haben wir heute von Rang 6 zweimal in Folge verloren, danach ein Titelmatch gehabt? Wir hatten auch einmal so eine ähnliche hervorragende Kondition. Oha. Wir hatten auch so eine ähnliche Situation. Wir haben auch irgendwo mal was verloren, hatten danach wieder einen Titelkampf. Aber okay. Das geht schon. Das geht schon. Was ist hier eigentlich? Was ist das hier für ein Biest, ey? Rose fucking Namajunas. Okay, und USA is real. Was hat die so für Skills? Platz 2 bei The Ultimate Fighter 20. Starke Submissions, hat ihre Karriere 14 Kämpfe gewonnen. Starke Submissions? Ich würde ja gerne sagen, Challenge... Oh, sie ist auf Rang 2 vorgerutscht. Und wie auf Rang 6? Ja, läuft. Titelmatch confirmed danach. Längste Karriere ever confirmed. Und los. So, okay, wir müssen... Wir müssen ja Kicks zum Körper und zum Kopf bringen. 20 Stück für die Challenge. Euch ist hoffentlich klar, dass das nicht sehr leicht wird. Und wir haben auch schon wieder einen Cut, ey, auf. Ich glaube, ich mache einen riesen Fehler, dass ich diese Challenge versuche, oder? Sorry, ich glaube, ich lasse das lieber. Ich muss den Kampf so dringend gewinnen. Nee. Sorry, ich bin einfach keine Kickboxerin. Die Challenge für mich ist auch einfach der totale Quatsch. Das verliere ich nämlich, wenn ich Pech habe. Und ich will gegen die Nummer 2 der Top-Rangliste gerade nicht verlieren. Tut mir leid. Und direkt zerbitten, bitte. Komm. Oh, wäre ein Kimura-Finish jetzt geil. Ah! And her arm is free. Scheiße. Side-Saddle. Noch south. Was macht sie denn jetzt? So, bitte. Wollte in den Sprawl, um in die Over-Under zu versuchen zu kommen. Scheiße, die ist am Boden hier. Nicht Backmount, nicht Backmount, nicht Backmount. Wir haben es doch gerade noch vorgelesen. Die ist saustark mit Submissions. Dementsprechend wird sie am Boden auch ziemlich gut sein. Oh. Oh, bloß kein Scheiß bauen, ey. Oh, der war stark. Der hat gesessen, ey. Der hat gesessen. Wir haben jetzt auch Legkicks, aber die Hände sind so schwach. Scheiße. Nein! Oh, oh. Lass mich in den... Komm, Kimura nochmal. Bitte, 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 bitte. Nein! Nein! Huch! Oh, komm schon! Oh Gott, sorry. Wir wissen doch, dass sie eine saugute Submission-Kämpferin ist. Da sollte man sich echt nicht mit an... Alter, was ist denn das hier? Oh ja, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Oh. Da hat sie aber kurz Interesse gehabt. Scheiße. Damn, oh, wir waren fast down gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir wären fast im Arsch gewesen. And here's another kick to the body. And here's one more perfectly placed kick to the body. Scheiße. Das war sehr knapp, Leute. Wir hätten es fast verloren. Ja, ja, that was awesome. Das war eine starke Runde von ihr. Eine saustarke Runde. All right, here we go, round two. Great job with the roundhouse. It appears that cut is getting worse. Ja, er hat noch keine 20 Kicks, wollte ich schon sagen. Ich würde es halt zu gerne machen, aber wie gesagt,
Die Chance, dass ich verliere, ist mir einfach zu hoch, ey. Scheiße, ist die gut. Die ist vor allem übelst aggressiv. Ja, versuchst du jetzt ein bisschen auf Distanz zu halten mit den Körpertreffern. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass ich das schaffen kann. Solid straight. Got a few shots through. Looking to shoot. Again with that leg kick. Ist die stark. Joe really starting to see some. Der Elber war wichtig. Da war ich gerade noch einmal mal. Komm, komm, komm. Nein, nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Okay, sie geht weg vom Clinch. Dankeschön. Oh mein Gott, das war so knapp an der Niederlage dran. Holy shit. Ein Schlag mehr und es wäre vorbei. Ein Schlag mehr und es wäre vorbei gewesen. Was ist denn mit der los? Die ist übelst gut. Wir müssen sie zu Boden bringen. Was war das? Ah! Komm schon. Komm schon. Komm, ist das? Jetzt, komm! Tap! Tap! Na, was? Wie? Wie? Nein! Wie? 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 Wie hat die... Was? Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Keine Energie mehr! Was war das denn für eine kranke Scheiße? Was für ein kranker Kick war das denn? Oh, was? A big round and a huge knockdown from Rose Namajunas. Huge knockdown and a big moment in that round. Finish this fight. Let's put you. And here we go. Let's take a look at some of this action here. Here's a vicious kick that results in a knockdown. Ganz ehrlich, sie hat mich mit dem Headkick fast ausgenockt. Dann war sie so, wirklich so knapp davor, in der Kimura zu tappen. Und dann kommt dieser Jumping Cage Fuck, fight, kill. What, was war das? The lovely Ariane here tonight in Los Angeles, California. Ich muss sie ausnocken. Ich weiß, ich glaube, eine Runde verliert, das ist klar. Oh mein Gott. Diese letzte Runde war so sick. Habe ich jetzt mal alle... Ich habe immer noch keine 20 Kicks zum Kopf gemacht und auch nicht zum Körper natürlich. Echt jetzt? Meine Fresse, ist die krass. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zum... Oh mein Gott, habe ich die gerade aus dem Leben genommen. Oh mein Gott, habe ich die gerade aus dem Leben getreten. Nein! Oh mein Gott, war der Kick krass. Das hat beim Zuschauen so wehgetan. Komm, beweg dich, Mädel. Lass sie nicht. Fuck, wir verlieren es so nach unten. Wenn das so weitergeht, verlieren wir es nach unten. Und jetzt aufstehen. Das ist wichtig. Der Kick war ausgerechnet ein Kick, ne? Ausgerechnet sie und ein Kick. Fuck. Das hat so geklatscht, ey. Ich weiß nicht, wie die danach nochmal aufgestanden ist. Ich weiß es einfach nicht.
overhand left by Bone Crusher. Ich muss sie ausknocken, Mann. Wie viel Zeit bleibt uns dafür noch? Oh! Schön geblockt, schön geblockt. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott, was für ein kranker Kampf. Ich muss sie ausknocken, aber wie? Man, she's taking some big shots. And you can see the bruising on the right side of her body. Scheiße. Goes for the head kick, so knack. But doesn't connect. Nama Yunus counters with the right hook. Oh mein Gott. Ist das ein krasser Kampf? Just misses with the left. Nein! Okay, wir müssen sie jetzt austappen. Tappen. Okay, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance mehr. Sie ist am Boden so gut. Wie viel? Oh, nicht mehr genug. Komm, zieh's durch. Ja! And she completes the single. Komm! Nein! Beautifully executed sweep. Komm, aus der Full Guard haben wir auch einen. Joe, take a look at our fight replay. Round one, beautiful takedown here. Excellent execution. Round two, perfectly placed shot, and she's knocked down. Ich weiß nicht, wie sie diese Kicks überlebt hat. Ich weiß es einfach nicht. Dieser Cage-Kick und der Kick, der sie so aus dem Leben getreten hat. Wie hat sie das überlebt? Your winner by unanimous decision. Ja, brauchen wir nicht diskutieren, sie klar gewonnen. Ja, sie war wohl nicht umsonst die Nummer 2 der Top-Contender-Liste. Ah, es ist trotzdem eine so eklige Niederlage. Jetzt wieder mal durch Entscheidung. Wie immer. Wie immer durch Entscheidung, Mann. Ach. So ein krasser Kampf, ey. Und sie ist einfach... Ja, ich weiß, es war ein Highlight, aber sie ist einfach nicht kaputt gegangen. Sie wollte einfach nicht down gehen. Es ist zum Kotzen. Wir sind wieder auf die 10 runter. Ah!